Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part mussten wir noch einmal gegen den Donnerfluch antreten. Wir haben es leider nicht geschafft, da wir auch nur die Fähigkeit, oder was heißt Fähigkeit, nur die Waffen sozusagen von Mipha haben. Sehr episch auf jeden Fall und der Schwierigkeitsgrad wird natürlich dadurch auch nochmal erhöht. Heute wollen wir es wieder versuchen. Diesmal bin ich vorher aber gewappnet. Sprich, ich weiß ungefähr, was wir zu machen haben und wie wir es zu machen haben. Vor allen Dingen Obosas Zorn. Na, wird sehr, sehr nützlich werden. Ich hoffe, der ist wieder aufgeladen. Ich weiß es aber nicht. Schauen wir einfach mal. Müsste aber eigentlich aufgeladen sein. Das heißt, die Pfeile müssen wir uns unbedingt bis zum Ende aufheben. Da sind wir wieder. Und es kann auch schon losgehen. Lass mich in Ruhe. Was ich mal gucken will, ich will gucken, ob wir Mifas Gebet bereit haben. Ja, haben wir. Obosas Zorn haben wir komplett. Und Daruks Schirm haben wir auch. Und wir haben sogar Revali Sturm. Den können. Das werden wir uns auch auf jeden Fall aufheben. Gönn dir! Gönn dir, mein Freund! Link, triffst du auch, oder? Ja, okay. Weiter, 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 komm, Link, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Okay, Daruks Schirm haben wir aufgebraucht. Ist nicht allzu schlimm. Braucht, glaube ich, wieder eine halbe Stunde, bis es soweit ist. Natürlich. Es war klar. Jetzt kommt diese Phase wieder. So, jetzt erstmal überlegen. Na komm, mach nochmal dein Dings. Genau. Wie wir ihn da runterbringen. Wir können Obosas Zorn einsetzen, könnten aber soweit auch Revalis Sturm einsetzen. Und ich würde eher mal Revalis Sturm ausprobieren wollen. Oh ja. Nein, als ob. Okay, das war nicht klug. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hat er sich jetzt weggeportet? Link rauf da. Aber was ich nachschauen wollte. Halbe Stunde bestimmt, ne? Ne, nur 15 Minuten in die Titan. Oder 20. Ne, 15, 17 Minuten, okay. Wir versuchen gleich noch einmal Revadi Sturm. Thank you.
Nein! Lass mich in Ruhe. Komm, Link. Okay, damit habe ich ihn nicht auf... Habe ich ihn nicht mit auf den Boden bringen können. Wir hauen gleich Obosas Zorn rein. Wir lassen uns einmal treffen. Na komm, hau mich weg. Genau. Komm, Link, steh auf, steh auf, steh auf. Bam! Jetzt komm runter! So. Wo geht er hin? Da geht er hin. Ja, ist klar. Komm, Link, schnell! Nein! Link, komm schnell! Warum hatte ich nur einmal Obosas Zorn? Warum? 11 Minuten! Verdammt! Ja, ist klar. Hauen wir hier nochmal schnell die andere Waffe rein. Hier. Wir haben ihn gleich. Aber keine Pfeile mehr, gar nichts mehr. Und wir haben noch... Haben wir überhaupt ein Schild? Wir haben kein Schild. Es gibt kein Sora-Schild. Als ob. Ja super, wie soll ich mich schützen? Ich habe keine Ahnung. Gott. Also viel hat er nicht mehr. Verdammt. Essen wir mal was? Viel haben wir nicht, aber das passt schon. Natürlich. Boah, verdammt. So, jetzt holen wir ihn uns. Der hat nicht mehr viel. Gott. Aua, das tat weh. Verdammt. Wo ist der Ausgang? Da vorne? Egal, wir haben Mifas Gebet noch. Oh Gott. Danke dir, Mifa. Ich beschütze dich. Lauf. Gott. Wir müssten ihn sogar nur noch einmal mit der Bombe treffen. Wir haben wirklich gar nichts mehr.
Wie lange braucht Obos das Zorn noch? 8 Minuten. Ich kann Obos das Zorn noch nicht mal ausführen? Weil ich keine Waffe habe oder was? Das ist lächerlich. Das ist sowas von... Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert. Aber es war schon lächerlich, wenn man eine Waffe bräuchte, um Obosas Zorn auszuspielen. Komm her. Hätte ich ihn vorhin doch nur einmal mehr getroffen. Gibt es hier wirklich nichts? Okay, wir haben zwar noch Revali Sturm. Wir könnten eine Bombe damit irgendwie... Könnten es versuchen. Ich glaube, das ist auch unsere einzige Option gerade. Bis Obosas Zorn wieder aufgeladen ist. Na, wo bist du? Hallo. Da ist er. Nein. Jawohl, das hat funktioniert. Gott. Also, es ist möglich, aber... Oder machbar, aber sau schwer. Wenn das nicht mal Kashiva ist. Oh, na sowas. Ich mag es, allein zu reisen. Außerdem, Wind lenkt mich nichts davon ab, ganz in Gedanken zu versinken. Hallo Link, na, alles gut bei dir? Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichte über die Recken des Soras Mifa gehört habe, da möchte ich ihr ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters kommen könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Varuta verbringen, der von Mifra gesteuert wurde. Bei mir ist soweit auch alles gut. Freut mich, dass es bei dir auch alles soweit gut ist. Höre die Geschichte, diejenigen, die Rutas Lenker ward. Bevor sie folgte des Reckenpfad, Mifa, die Sora verehrt überall. Sie traf die Prinzessin am Wasserfall. So wie ich nun berichte. Okay. Oh, es gibt eine Sequenz, eine Cutscene. Was ich noch fragen wollte. Wer sind die anderen vier, die auserwählt worden sind? Der Goronenheld Darok, der Orni-Krieger Revali, die Königin der Gerudo Obosa und dann noch der Ritter mit dem heiligen Bannschwert. Oh. Link. Ah. Ist das die kleine Schwester von Mifa? Sidon, beeil dich und komm zu mir. Das ist Sidon! Was? Ist Sidon nicht noch zu jung? Um Wasserfälle hochzuschwimmen, meine ich. Das ist Sidon, okay.
Das stimmt, aber ich muss bald. Ich muss bald weg und Ruta steuern. Gönn dir, Mifa. Ist Sidon ihr kleiner Bruder oder? Na komm. Nice. Ich nehme dich auf den Rücken, dann kriegst du ein Gefühl dafür. Los geht's. Ändert. Gucken wir uns gleich kurz die Cutscene an. Ja, der kleine Bruder. Ah, okay, gut zu wissen. Hör zu, Sidon. Falls mir etwas passieren sollte, dann kommt's auf dich an. Dann bist du es, der unser Dorf beschützen muss. Versprichst du mir das? Also, der Wasserfall. Willst du es dann vielleicht mal allein versuchen? Nice. Das war auf jeden Fall eine schöne Cutscene. Was ich da noch zu sagen habe. Sidon hat ja eigentlich eine blaue Farbe. Ändern die Soras, wenn sie älter werden, ihre Farbe dann zu blau? Oder, ich habe keine Ahnung. Kann durchaus sein. Aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Aber sonst eine epische Szene. Der DLC hat sich auf jeden Fall gelohnt, allein schon für diese Erinnerung. Man sagt, dass sie eine sehr gütige Prinzessin war. Doch gelegentlich hat sie wohl auch streng sein können. Wie findest du die Ballade von Mifa? Ich wollte dir zeigen, wie entschlossen Mifa war. Nun glaube ich, in meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Ich kann mich das Gefühl nicht erwehren, dass ich der Schüler die fehlenden Verse ergänzen sollte. Du bist so stark geworden. Oh. Viel stärker als vorher. Mifas Gebet sollte nun noch hilfreicher sein. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Stärke Hyrule retten kannst und die Prinzessin, die dich im Schloss erwartet. Oh, Mifas Gebet Plus enthält die Macht Mifas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du mit allen Herzen wiederbelebt, sogar über das Maximum hinaus. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Ah, cool! Nice. Für Sidon war Mifa wie eine Mutter. Ist die Mutter schon früh gestorben? Oder? Ich glaube, Sidon hatte mal auch irgendwas über seine. Hatten wir nicht irgendwas mal über seine Mutter erfahren? Sicher bin ich mir auch nicht. Aber wäre auch mal schön zu wissen. Muss ich sonst mal offscreen nachlesen? Okay, das war eine schöne Ballade von Mifa auf jeden Fall. Wollen wir doch mal den nächsten aufsuchen. Wie viel Prozent? 99,18, okay. Als nächstes, wen nehmen wir als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Also wir könnten Vamedo nehmen, wir könnten Varudania nehmen oder wir könnten, wo ist er denn? Vana Boris nehmen. Den nehmen wir hier erstmal weg. Ach, geht nicht. Oder muss ich wieder zum Schrein des Lebens? Nee, muss ich nicht, oder? Wartet mal. Okay. Link, welchen würdest du als nächstes nehmen? Der Gorone Daruk. Der Recke. Wie heißt nochmal? Revali. Oder Orbosa von den Gerudo. Vana Boris.
Dann nehmen wir uns doch mal Vanna Boris vor. Porten wir uns am besten hier nach oben einmal hin. So, wir müssen in die Richtung, okay. Ich hoffe, wir kommen da auch lang. Doch, sollten wir ja. Wir können mal unser Au wohl. Lassen wir die Ausrüstung mal an. Bei den Gerudos kenne ich mich ja nicht so gut aus. Da unten soll das sein. Ich frage mich dann auch, jetzt lädt ja die Kraft schneller auf. Ist es dann auch im Schloss so, dass das dann nicht mehr 5 Minuten, sondern nur noch 3 oder 2 Minuten dauert? Das würde ich auch mal gerne testen. Oh, ein Wächter. Müssen wir aber hin. Machen wir kurz einen Prozess mit dem Wächter. Mit dem Wächter. Ah, komm, gönnen wir uns mal. Ich hoffe, es ist nicht zu warm für Link. Nein, alles gut. Master Sword haben wir auch ausgerüstet. Schön. Hauen wir den Wächter mal da hinten weg. Oder die beiden. Ich denke mal, der wird auch aktiv sein hier. Nee, der ist nicht aktiv, okay. Aber der da hinten ist 100% aktiv. Ja. Natürlich. War ja klar. Hallöchen, Herr Wächter. Ernsthaft? Nein, komm her! So. Antike Reaktorkerne brauchen wir auch noch ein paar. Oh, es gab sogar einen. Nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da oben. Noch Wächter? Ernsthaft? Okay. Na komm her. Doch nicht? Okay, ja, dann ist das so. Ja, also normalerweise am schnellsten geht es halt, wenn du halt chillst, wenn du ein Schild ziehst und dann blockst. Das geht am schnellsten. Und zieht natürlich auch am meisten ab. Da oben. Ja, hier oben. Natürlich haben wir keinen Revali-Sturm. Oh, ich höre aber... Dings schon. Jetzt brauchen wir die Kletterausrüstung. Sonst wird das ein bisschen knapp. Als erstes mit Revali mit Dings sprechen. Mit Kashiba. Die dein Kommen beweist deinen Mut. Obwohl, das hatten wir doch schon. Muss ich nicht nochmal vorlesen. Aber kann man auch nicht überspringen.
Das weiß ich, wo das ist. Das eine müsste in der, nicht in der Kokudia-Schlucht, aber bei der Gerudo-Hochebene sein. Das Steinmonument hat gerade aufgeleuchtet, da bin ich mir sicher. Sieh an, ich hatte nicht gedacht, so hoch jemanden zu treffen. Wie peinlich, kaum bin ich allein auf Reisen, schon führte ich Selbstgespräche. Danke für deinen Follower, Recke Leon der Wahre. Wir sind hier gerade bei Ballade, bei der Recke der Ballade. Bei Ballade der Recken. Mifa haben wir ja gerade zu Ende gebracht und jetzt sind wir gerade bei der Gerudo. Wie peinlich, kaum bin ich allein auf Reisen, schon führe ich Selbstgespräche. Sieh nur, das Monument, das im unvollendeten Lied meines Masters erwähnt wird. Es ist hier. Wahrlich, eine Freude, dieses Lied unter den wachsamen Blick des Titanen singen zu können. Lass mich das Lied vortragen, das es mein Meister mir hinterließ. Das ging zu schnell. So höre. Naboris schickt Blitze im Sand, geleitet von des tapferen Reckenhand. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, die grimmige Herrscherin des Sandes vom Thron zu fegen. Es gilt, sich mit treuen Reittier durch die Lichtringe zu bewegen. Oh, ernsthaft? Es gilt, der Wüstenstadt Schatz zum großen Schuld zu tragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Okay. Und was meinst du? Wenn ich in jeder Region der Spuren der Recken folge, sollte ich alles grundlegende Verse ergänzen können. Es ist fast so, als würden die Recken durch das Lied mit mir sprechen, als wollen sie, dass ich es vervollständige. Also ist es meine Pflicht, mehr über die Recken aus Hyrule's Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Zu meiner Freude haben Königin Reju und ihre Leibwächterin Baila mit mir Geschichte über ihre Recken geholfen. Es ist zwar etwas aufwendig, aber Gerudo-Stadt war dem Besuch auf jeden Fall wert. Ex-Ballade, die Ballade von Orbosa. Dann wollen wir mal schauen. Wo könnte denn das sein? Ah, hier ist das Labyrinth. Warte, wenn hier das Labyrinth ist. Ja, da ist das Labyrinth. Ja, ich weiß, wo das ist. Und zwar ist hier das Labyrinth. Und das müsste... Es müsste irgendwo hier sein. Ich glaube sogar hier. Aber das ist links oben die Ecke. Das heißt... Gerudo hier eventuell, oder? Könnte aber auch... Oh ja, es muss unterhalb sein. Ist gar nicht so einfach. Ja, ich vermute, dass es halt hier ist. Ja. Hier oder hier irgendwo. Porten wir uns doch einfach mal hin. Aber ich denke mal, wir müssen wieder die Damenkleider anziehen, damit wir nicht austrocknen. Damit dem Link nicht so heiß ist.
Stimmt, da war ja auch was bei. Wo war denn das? Das war das nicht in Goronia? Da war doch auch was. Da gab es doch auch einen Weisen, der von Varudania. Doch, doch. Ich erinnere mich. Das gilt, glaube ich, auch für jeden. Oder das gilt, Link, das gilt doch auch für jeden der Recken oder Titanen. Ja, müsste jedenfalls. Und uns ist nicht heiß. Oder weil wir gerade im Schatten sind? Ich habe keine Ahnung. Daronia, ah, genau. Ich weiß noch, dass im. Ist der heiß, Link? Nee, okay. Ich weiß noch, dass ich ein Krog. In der Stadt Goronia gibt es ja auch, oder im Goronendorf gibt es ja auch so eine große Statue, wo ich erst dachte, dass es Daruk ist. Und dann bin ich ja wieder zu. Ich glaube, Daronia gegangen, aber im Endeffekt war es doch glaube ich, Daruk. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich. Sturm ist bereit. Auf jeden Fall weiß ich, dass da drin ein Krog, ein fieser Krog versteckt war. Warum laufe ich da lang und nicht hier? Oder wartet dort wieder ein Moldora auf mich? Ich vermute, wir dürfen gleich wieder ein Moldora killen. Ich rieche es schon irgendwie. Ja, da hinten ist er. Ich sehe ihn. Ja. Frage, müssen wir dort? Ne, wir müssen darauf. Ja, hier. Ernsthaft? Ich brauche erstmal einen Bogen. Keine Bombenpfeil. Natürlich. Dann komm, du darfst mich gerne einmal treffen, Königs Moldora. Ich will von dir auf jeden Fall ein Foto machen. Ja, moin! Ziehst du viel ab? Bleib hier. Ist bereit, entfesselt zu werden. Danke, dir, Urbosa. Ich will vom Königs Moldora ein Foto machen. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke dir. Oh, weiß ich, müsste ich selber mal nachschauen. Bei Rivalia waren sie ja ein bisschen sparsam an Story oder Geschichte. Und ich habe keine Bombenpfeile. Aber wir brauchen noch Zitterfrüchte. Ah, jejeje. Na komm her. Da ist er. Aber wenn Link nicht so schweigsam wäre, dann würde ich vielleicht sogar eine Antwort bekommen. Aber. Über Links Vorfahren weiß man auch relativ wenig. Ich weiß, war das nicht Wind Waker, wo seine Großeltern einmal aufgetaucht sind oder so? Achso, wir brauchen ja was Wärmeres. Wärmere Kleidung. Reicht dir das? Nein, okay. Das reicht. Achso, das ist gegen. Ah nee, ihm ist ja kalt. So. Jetzt komm her. Ich lass mal eine Bombe fallen. Ja, komm, steh auf, Link. Verdammt, ich habe halt keine Bombenpfeile. Ach komm, wisst ihr was? Wir holen uns einmal schnell Bombenpfeile. Gerudo-Stadt ist ja in der Nähe. Mein Lieblingsgegner. Ja, den Königs Moldora ist schon eine Sache für sich.
Ich hätte ihn nicht so schwer eingeschätzt. Ich will es lieber mit Bombenpfeilen machen. Ist ein bisschen besser. Oder einfacher für mich. Frage ist, ob ich noch ein Foto von ihm brauche. Eigentlich hatte ich alle Fotos abgekauft von vom Hateno-Institut. Ja, ich musste erstmal wieder reinkommen. Also so viele Modoras habe ich auch nicht besiegt. Bei den Leunen war das ganz ähnlich, als ich zum Beispiel die Leunen relativ häufig bekämpft hatte. Moment. Da wusste ich, wie es ging. Und als es dann so einen Leerlauf, sage ich jetzt mal, gab, musste ich mich auch erstmal wieder reinfinden. Aber wenn man weiß, wie, ist das relativ einfach. So, hier haben wir die Frauenkleider. Zack, zack, zack. Ach so, und heute Abend kommt ja auch, oder veröffentliche ich auch spätestens über Nacht das Game-Video oder den Game-Vlog, wo ich auf der Game-Invention war. Der geht, weiß gar nicht, wie lange geht. Ich glaube, 10 Minuten oder so geht er dann. Da. Eigentlich hätte ich auf der Game, eigentlich hätte ich den am liebsten direkt nach der Game-Invention. Bombenpfeile. Hier sind sie doch. Ach, verdammt. Kommando zurück. Moment. Gib mir alles. Eigentlich wollte ich noch am gleichen Abend oder wo die Game Invention zu Ende war, da das Video hochladen, aber die Game Invention war Ende November und jetzt sind schon drei Wochen, knapp drei Wochen vergangen. Aber Hauptsache das Video kommt. Oskerudo. Porten wir uns mal wieder hier hin. Wer war da noch alles bei der Game Invention? Knossi war vor Ort. Nizon TV war vor Ort. Ich war ja mit ihm vor Ort dann auch. Wer war da noch alles? Waren auf jeden Fall noch einige andere auf der Game Invention. Alter, ist das kalt. Geht das so besser, Link? Jawohl. Ja, einfach geradeaus. Tut mir immer ein bisschen leid um die Wölfe, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Da vorne. Wenn Daruk so ein Moldora einfach mit links, sage ich jetzt mal, schon killen kann, nehme ich mal auch an, dass da so ein Königsmoldora keine wirkliche Herausforderung für ihn war. Aber ich bin mal gespannt, was... Ach, haben wir da jetzt nicht getroffen? Wenn wir gegen Vanaboris, gegen den, ich glaube Donnerfluch war das, gegen den nochmal kämpfen dürfen, was Daruk für eine Ausrüstung hat. Und natürlich kommt der Blutmond. Das heißt, der König Moldora wird noch mal stärker. Ach, kommt schon. Das heißt, eigentlich kann ich warten, bis der Blutmond kommt. Mal, wie spät haben wir das? Gut, 23 Uhr. Um 24 Uhr kommt er. Weil sonst verschwende ich meine Bombenpfeile. Sonst ist er ja wieder geheilt. Na. Aber da oben sind irgendwelche. Kommt er von hinten? Ja, kommt natürlich von hinten. Oh, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Verdammt. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Doch, wir sind gleich da. Ja, aber soweit ich weiß, ist das nicht so, dass die Monster dann stärker werden? Also, wir können ja gerne nochmal die Animation gucken und anhören. Wer bist du denn? Das ist das Kletis! Ich glaube, wie zum zweiten Mal begegnen wir sie, ne? Du bist nicht die Kleine, die ich in Gerudo-Stadt gesehen habe. Mein Näschen für Gerüchte wittert eine spannende Story.
trügen meine Augen oder sehe ich hier einen jungen Mann in einem umwerfenden Gerudo-Outfit vor mir? Ah, da hat sie recht. Oh, verstehe. Da noch Frauen die Stadt betreten dürfen, das ist ja eine fantastische Geschichte, aber du hattest sicher deine Gründe. Ich werde es nicht drum erzählen. Danke dir. So ganz nebenbei, ich bin hergekommen, um mich nach spannenden Gerüchten umzuhören. Und wo du schon mal hier bist, kann ich dir gleich eins erzählen, das ich noch im kleinen Buch veröffentlicht habe. Der Titan hat sich gerade beruhigt und die Blitze haben aufgehört. Und dann erscheint ein seltsame Moldora. Das wird eine großartige Geschichte. Die Gerudo-Kriegerin versuchten sie zu bekämpfen, aber mit normalen Schwertern lässt sich nichts ausrichten. Ich frage mich, welche Waffe einen da weiterhelfen könnte. Okay. Warten wir den Blutmond mal ab. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Okay, das war nicht die vollständige Animation, das war eine gecuttete. Normalerweise erzählt sie ja dann noch, hier pass auf, die Monster werden stärker und was der Blutmond bedeutet, aber war wahrscheinlich nur immer am Anfang. Ich habe den auch schon so oft geskippt. Ne? Den können wir erstmal wegmachen. So, und wo ist er jetzt? Da hinten ist er. Na, komm her. Dann komme ich eben zu dir. Hallo. Wir werden jetzt zwar ein bisschen frieren, aber das ist egal. Als ob. Der hält ganz schön was aus. Ja, jetzt. Danke dir, Mifa. Ich beschütze dich. Wie lange braucht das eigentlich jetzt zum Aufladen? Nur 8 Minuten, okay. Am Anfang hat es ja, glaube ich, fast eine halbe Stunde oder so gedauert. Nein, lauf weg, Link, lauf weg. Ah, ich bleib lieber auf Distanz. Na, guck mal, können wir noch ein paar Feuerpfeile reinhauen? Weil ich auch kaum noch Heilungs-Items habe. Machen wir mal mit Eispfeilen rein. Zack. Friss meine Pfeile. Und wir sollten uns gleich mal was Wärmeres anziehen. Auf jeden Fall tankt er ganz schön. Okay, den haben wir sogar schon. So, jetzt ziehen wir uns erstmal was Wärmeres an. Und wir haben auch nicht die krasseste Ausrüstung. Deswegen wahrscheinlich kriegen wir so viel Schaden. So. Ich hau erst meine ganzen Pfeile rein. Ich muss offscreen mal wieder unbedingt kochen. Ja, moin. Ja. Dieses Moldora wird dann wohl das Alpha-Tier unter den anderen sein. Gehe ich mal von aus.
Oh, jetzt werden meine ganzen Pfeile drauf gehen. Als ob, wie wenig das abzieht. Achso, ich habe auch den falschen Bogen ausgerüstet. Ja gut. Komm her. Jetzt gehen wir aber mit dem Master Sword mal wieder rauf. Link, lauf weg! Boah, der hat getroffen. Lauf, Link! Verdammt, ich wollte Obosas Zorn einsetzen. Hier, guck mal, kriegst du noch einen Bombenpfeil mit. Nice. Jetzt komm aber, Link! Jawoll! Hätte ich von Anfang an machen sollen. So, jetzt noch einmal Obosas Zorn und das war's mit dir. Jawoll, da ist er down. Mal schauen, was da droppt. Da bin ich mal gespannt. Du hast mich ganz schön auf Trab gehalten, du. Alter. Und da kommt der Schrein. Wir nähern uns den 100%. Wo ist er jetzt down gegangen? Ah, hier. Was haben wir denn in den Truhen? Ein Gardeschild. Ja, nehmen wir mit. Und hier? Ein Königsbogen. Können wir auch gut gebrauchen. Und was haben wir hier? Und noch ein Gardeschild. Ja, moin. Bin mal gespannt, was im Schrein auf uns wartet. Ich hoffe, ich stelle mich einfacher an als bei Mifa. Kaibel Tava Schrein. Wie viele Minuten haben wir noch? Ah, Viertelstunde haben wir noch. Das soll ja passen. Groß und klein, Kaibel Tava Schrein. Okay. Mal gucken, was hier so abgeht. Zwei kleine Blöcke, ein großer Block. Da ist das Zeichen der Bewährung. Was ist hier? Okay, hier ist eine Truhe. Da ist auch noch... Ah, okay. Das Ding hier. Oh, wie hieß die Apparatur nochmal? Da gab es auch einen Namen für. Ist auch egal, aber... Okay, ich glaube, ich weiß schon, was gewollt ist. Gott. Ach, verdammt. Alter, ist das schwer. Verdammt. Ich muss es genau machen. Ich hatte schon mal so einen ähnlichen Schrein. Und das musste genau sitzen. Ach, verdammt.
Selbst das reicht nicht aus. Es muss perfekt sitzen. Oh Gott. Ach, verdammt. Ich versuch's mal anders zu machen. Geht das nicht anders? Ja gut, ich könnte es mit Bombenpfeilen machen. Aber, nee. Oh Gott. Verdammt. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jo, das sieht gut aus. Irgendwie, ich hoffe, es funktioniert dann auch. Verdammt, nee, das wird nix. Nein, daneben. Ich glaub's nicht. Ach Gott. Och Gott, ernsthaft? Jawohl, das sieht schon mal vielversprechender aus. Ja, klar. Wenn ich eine bessere Kontrolle hierüber hätte, dann wäre es einfacher. Ich denke mal, ich werde es dann irgendwann gleich aus Glück treffen, aber ich muss halt aufpassen, dass ich die anderen nicht treffe, ne? Jawohl, das sieht gut aus. Puh. Jetzt muss es auch nur noch funktionieren. Und wir müssen hier erstmal weiterkommen. Hier geht das Ganze lang. Und hier müssen wir anfangen. Okay, das könnte ich zur Not sogar noch mit Stasis machen. Als Beispiel jetzt. Mach links damit.
okay. Dann wird es hier rein theoretisch weitergehen. Alles klar. WTF, was wollen die denn hier? Da muss aber ein großer hin. Nämlich der hier. Oder? Ne, da müssen sogar zwei hin. Deswegen auch die zwei Blöcke. Okay. Ja. Okay, soweit schon mal ganz gut. Kann ich den da nicht rumwickeln oder so? Natürlich. Was? Das geht nicht? Das muss doch gehen. Natürlich geht das. Ich schon gerade sagen. Okay, fehlt trotzdem noch etwas. Irgendwas übersehen? Stimmt. Aber ich habe eine Idee. Das Ding muss doch nach da oben. Aber selbst wenn ich ein Schwert oder so nehme. Ja gut, da vorne wird es gehen. Ja, ich zumindest den kleinen hier. Abfahrt, so. Wenn ich jetzt hier ein Schwert reinwerfe, na, welches nehmen wir denn? Ach komm, dann Ritter Zweihänder. Ja. Das würde gehen. Aber wie zum Teufel kann ich was auf Stasis anwenden? Ja gut, den, aber das bringt mir wenig. Kann ich den mit dem Magnetmodul irgendwas machen? Ich muss irgendwas rauf. Kann ich hier irgendwas bewegen oder so? Auch nicht. Und den bringe ich nicht so weit. Es sei denn, ich kann das Seil abkappen. Hm. Mysteriös, mysteriös. Ah, ich habe eine andere Idee. Ich muss noch nicht mal bis nach da oben kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Okay, cheaten ist das für mich nicht. Weil ich meine, in jedem, also was ich jetzt mache, weil in jedem Schrein sind ja andere, oder gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Hätten die es jetzt nicht gewollt, hätten sie mir meine Waffen abgenommen. Kann ich den da darauf abstellen? Geht das? Das geht. Oh, jetzt bräuchte ich halt noch einen. Cut. Ich will mal nur... Also wenn ich den jetzt hier wegnehmen würde. Einfach nur theoretisch gucken, ob es funktioniert. Es wird passen. Da würde ich ja noch ein Schwert oder so rauflegen, aber es würde passen. Ja, ich wollte es halt...
Boah, ich wollte es halt hier rüber machen, so. Hier unten lang und dann darauf, aber... Und den großen brauche ich wahrscheinlich, oder? Muss einmal nach dort. Muss was nachschauen. Die Plattform kam ja sowieso schon so merkwürdig vor. Wartet mal. Ist die Metall... Ich kann sie mit Stasis anwenden. Aber was bringt mir das? Warum kann ich dieses Ding hier mit Stasis verwenden? Ich glaube, ich weiß schon warum. Ach, ernsthaft. Ich muss es da halt irgendwie wegbekommen. Habe ich einen Speer oder sowas? Ja, gut, ich könnte was versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Habe ich nicht getroffen? Verdammt. Ich könnte es doch mit Pfeilen probieren. Aber irgendwie muss ich das Ding ja wegbekommen. Mal ein bisschen querstellen. Hauen wir da mal ein paar Bombenpfeile rein. Als ob das nichts gebracht hätte. Warum kann ich denn Stasis einsetzen? Das ergibt keinen Sinn. Warum kann ich Stasis einsetzen? Wenn ich das Ding nicht bewegen kann. Ich habe aber eine andere Idee. Wie ich das Ding dort irgendwie wegbekomme. Es ist lächerlich, ja. Holen wir uns die mit dem Magnetmotor erstmal hier wieder. Also wenn ihr einen Tipp habt, ihr dürft mir gerne Tipps geben. So. Hier habe ich schon soweit ja getrickst, aber... Ist das möglich? Lass es probieren. Hier ist jetzt wieder eine andere Idee gekommen. Ich versuch's jetzt einfach mal. Was ist das andere Teil? Hier.
Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ist mir auch relativ egal. Ich hoffe, das reicht jetzt aus. Ich hoffe, das Ding bleibt offen. Es war klar. Es war sowas von klar. Aber wartet mal. Ein kleines Stück fehlt. Ich habe da auch schon eine Idee. Nein. Kann ich den noch ein bisschen weiter nach rechts nehmen? Und wenn ich da oben was hinlege, geht das dann? So, das ist das Maximum, was ich, denke ich mal, tun kann. Stell doch die kleine Kiste auf die große, dann funktioniert das vielleicht. Ja, hatte ich vor, aber... So fällt sie halt runter. Und ich komme nicht mal... Und die Truhe ist auch aufgegangen. Weil so fällt sie halt runter. Siehst du? Wenn ich genug und schnell bin, kann ich es mit Stasis machen. Aber... Siehst du, das sind Millimeter, sind das. Jetzt geht's aber. Cool. Okay. Ich hoffe, die Truhe lohnt sich auch. Natürlich. Waren das alle Schatztruhen? Ja. So, damit hätten wir auch dieses Zeichen der Titanen. Dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.